Herzlich willkommen zu unserem neuen Format Community Magic. Hier seht ihr Street Magic Performances, aber eben mit unserer Community. Heute sind wir bei Tube Munich mit lauter begeisterten und interessierten Kollegen. Wir wünschen euch viel Spaß. What? Was tust du mir? Das muss natürlich auch in die andere Richtung gehen. Was ist passiert? Was ist hier? Die Gummibänder werden nicht mehr lauschen. Sein Blick, Alter. Hey Bro, kann ich mit der Zeit fahren? Ja, gell? Hä? Kann ich mit der Zeit fahren? Ich hab mich gefragt. Da sein. Zieh mal eine Karte raus, welche du möchtest. Okay, zeigst du der Kamera, zeigst du nicht mir. Ich gehe dabei durch und guck, welche Karte fehlt. Weißt du hier, weißt du die Kamera? Perfekt. Was ich jetzt von dir möchte, ist, leg die Karte mal drauf. Perfekt. Und misch mal das Kartendeck durch. Ja, weil ich euch erkläre jetzt mal ein bisschen, wie Zauberei funktioniert. Ja. Oh, wenn das jetzt die Karte wäre, bitte sag ja. Ist es die Karte? Nein. Mist, manchmal habe ich Glück. Mann, das wäre gut. Das wär gut fürs Video. Das nächste Mal nehme ich dich wieder. Merkt euch mal die Karte, deswegen haben wir es auch wieder. Ich zeige jetzt mit 5 Karten, wie Zauberei funktioniert. Ein Typ mit der Pizza klaut mir die Schaft. Nein, danke. Ess mal die Karten, bitte. Danke. Ja, ich zeige jetzt mit 5 Karten, wie Zauberei funktioniert. Okay? Also der erste Trick ist, wenn ich die Karte nehme und sie in die Mitte reinstecke, ja, alle, was ich mache, muss schnipsen und sie springt nach oben. Ja? Ich meine, selbst wenn ihr seht, sie geht klar in die Mitte, ja, alle, was ich mache, muss schnipsen und sie springt nach oben. Also ich mache es mit noch weniger Karten, okay? Und es geht natürlich auch mit jeder Karte, es geht auch mit der 2. Wenn ich die 2 nehme und die 2 nach unten stecke, alles, was ich machen muss, ist schnipsen und sie springt wieder nach oben, okay? Aber das ist jetzt ungefähr das, was man können sollte in der Zauberei, ja? Es geht ganz schnell. Ne? Was man noch können muss, ist dieses Nussschalenspiel, was man bestimmt schon kennt, ne? Wo halt eben eine Karte gewinnt, die anderen verlieren. Hier zum Beispiel ist jetzt die 3. Die 3 gewinnt, die 4 und die 5 verliert. Alles, was ihr machen müsst, ist die Augen auf der 3 behalten und ihr würdet verlieren, weil die 3 ist nämlich hier unten. Okay? Ja, ich weiß, es wird verwirrend, deswegen gewinnt man da auch nie. Pass auf, aber ich helfe euch ein bisschen. Achtung, ich helfe ein bisschen. Wenn die 5 hier ist und die 4 hier, ist das hier, das Ende vom ersten Trick. Das ist doch nicht mehr normal. Okay. Ja, das ist echt die Karte. Dankeschön. Ja, Wahnsinn, wirklich der Wahnsinn. Radio, ein Radio. Es geht so weit! Hat da jemand Fantasie? Hat da jemand Fantasie? Aber wenn man es richtig macht und sich das wirklich vorstellt, dass man. Was? Ich muss meine Karten verpassen. Also, weil ich das mit dem. Machen wir es zusammen. Hey, gib mal Kette. Adi! Du musst jetzt essen. Nee, er hat hier gedrückt. Du hältst den Knopf nicht.